die Show erleben. Wer ist denn besser, jetzt mal Hand aufs Herz? Copperfield oder Siegfried und Roy als Illusionisten? Also ich stehe immer noch auf Siegfried und Roy, weil diese beiden Menschen, was sie für eine Leistung auf der Bühne gezeigt haben, was da für eine Lahn in dieser Show war. Es war einfach herzzerreißend, wenn man in dieser Show saß, weil für mich war es immer Wahnsinn. Gänsehaut, ja. Gänsehaut. Weiße Tiger, weiße Eule. Also ja, da gibt es schon Parallelen, ja, zumindest farbtechnisch. Sagen viel mit Feuer auch. Ja, genau. Feuer. Ja, Feuer ist auch ein schöner Trick, haben wir gerade gesehen hier, ne? Ja. Wollen wir gleich mal versuchen. Du willst das versuchen? Ja, musst du mir gleich mal beibringen. Warte mal, ich habe, glaube ich, hier den Stab habe ich mitgebracht. Wollen wir mal vorgehen? Ist das der aus dem Film gerade? Das ist der aus dem Film. Okay. Mal ganz, nimmst du doch mal das Feuerzeug schon mal mit? Weil das benutzen wir auch. Jetzt kommen wir mit Schema auf. Gut, ja. Gehst du hier rüber? Hier rüber? Ja. Gut. Hältst du es einfach mal fest? Ja. Feuer habe ich auch mitgebracht. So, die Eule erschreckt sich nicht, wenn hier... Ja, es brennt sogar. Okay. Das Feuerzeug legen wir hier drauf. Ja, oder? Aber warte mal, ich nehme hier erstmal ein bisschen weg. Zack. Und du hast gesehen, es hat funktioniert, oder? Toll, ja, oder? Wir dürfen klatschen. Hast keiner Trick, oder? Hast du so toll gemacht, aber ich gebe auch mal meine Eule, weil wir wollen ja noch ein bisschen mehr zaubern. Wir wollen noch ein bisschen mehr zaubern, sehr gerne. Philipp, wie ist denn das mit Schule? Also wird man dann rumgereicht? Ich kenne zum Beispiel Zirkuskinder, die gehen tatsächlich Zirkus Liberty, ganz schöner kleiner Familienzirkus. Gehe ich manchmal hin mit meinem Sohn. Die kleine Tochter, 5 Jahre alt, geht dann pro Woche jeweils in eine andere Schule. Also ich bin immer zurückgekommen. Wir waren immer am Wochenende unterwegs oder ich habe freigekriegt von der Schule. Und da ging das immer. Ich bin immer in die Schule. Ich habe auch meinen kompletten Schulabschluss gemacht und bin auch darin in der Schule, wollte ich immer machen, weil ich, irgendwo brauchst du es auch. Wie finden Mitschüler das, wenn man dann derjenige ist, der auch mal so einen lässigen Trick kann? Ja, ich muss sagen, früher waren sie ein bisschen neidisch darauf. Da haben sie ein bisschen so, oh, der Zauberer, ein bisschen Gehänse und sowas, ein bisschen Stechereien. Aber ich habe mir immer gesagt, ich kann was zaubern und die können das noch nicht realisieren, warum ich dorthin fahren und dorthin fahren kann. Das ist für die noch nicht so klar im Kopf. Ja. Aber jetzt sagen die, mein Gott, das hast du so toll gemacht. Wie machst du das eigentlich und warum kannst du so viel reisen? Und wir sitzen jetzt bloß da. Was ist eigentlich schwieriger, so ein richtig großer Trick, Großillusion oder Kleinillusion? Jeder Trick ist schwierig. Wir müssen es üben. Ja. Ich habe eingangs gesagt 4000 Mal, stimmt das? Ja, also ein großer Zauberer, Lenz Würden, hat immer gesagt, ein Trick oder eine Show ist erst perfekt nach 4000 Auftritten. Ich will das noch schaffen, jede Nummer von mir auf 4000 Auftritte zu bringen, aber das ist noch ein langer Weg und es ist noch viel an jeder Nummer dort ein bisschen verändern und dort ist es immer ein bisschen Arbeit. So, jetzt machen wir mal hier Zauber einmal eins, ja? Ja. Wir tun ein Bein in diese Hand, ein Bein in diese Hand. Du nimmst den Ball richtig fest in die Hand und nicht aufmachen, erst wenn ich dir das sage und ziehe. Ich habe ihn, ich habe ihn. Sie pusten mal, oder? Sie können richtig boosten. Das ist hier verschwunden, ne? Unsichtbar geworden. Und Sie tun mir einen Gefallen. Sie nehmen den Ball einfach mal in die Hand. Sie können den Ball sehen, oder? Sie wissen aber, dass er unsichtbar ist, oder? Brille. Bei 3 werfen Sie den hier auf diese Hand. Okay? 1, 2, 3. Er liegt hier unten. Ich hebe ihn auf, kein Problem. Ich tun hier rein. Du machst ganz langsam die Hand auf. Ich fühle mich ein bisschen veräppelt gerade, ne? Aber mach's einfach auf. Da habe ich schon 2 Bälle. Noch zumachen. Schirm auf. Ja. Das haben Sie so toll gemacht. Du hältst die Hand nochmal richtig fest. Sie greifen nochmal in die Luft, machen Sie mal so. Also ich stecke mit dem nicht unter einer Decke, damit das klar ist hier. Sie, du drehst um, machst auf. Ja. Auf. Was passiert jetzt? Ich weiß es nicht. Sehr schön. Dankeschön an Sie. Sehr schön. Da gehört richtig viel Fingerfertigkeit dazu. Ich habe nichts gemerkt. Es ist irgendein Trick. Es aber ich habe nichts einfach davon bloß mitgekriegt. Magie, würde ich sagen. So wie das jetzt auch. Gibt es sowas, Philipp, wie eine Zauberschule? Offizielle Zauberschule? Ich bin froh, dass es gibt keine Zauberschule. Ich habe gute Lehrer dazu gehören. August Engin, dann ist Sven Schopenhauer, Uwe Becher und Ebert Bauer. Das sind meine Lehrer, die mir viel helfen. Es gibt ja Zirkusschulen beispielsweise. Wo es gibt Zirkusschulen. Ja, aber und für die Zauberei gibt es keinen wirklichen Zirkus, kann ich sagen. Es ist einfach bloß Magie, die man üben muss. Es gibt, man kann im Internet kaufen, aber... Kann man davon leben? Von der Zauberei, es ist schwierig, man kann davon leben, aber man muss eben viel machen Wenn dafür. Ich dich buchen würde für einen Kindergeburtstag, was müsste ich da investieren?
Ja, genügend, sagt der Papa. Ja, wenn Sie jetzt eben unsere Meal & Roger Show würden, für, das ist für Gala-Programme oder Varieté-Programme, das ist eine sehr Comedy. Da kann ich jetzt auch noch kurz was erzählen, dass die Meal & Roger Show war eine uralte Show, die von zwei Amerikanern aufgeführt wurde und weltbekannt war. Die war vom Stratosphere, vom überall in Las Vegas, in Paris, im Lido, im Crazy Horse, überall weltbekannt. Diese beiden Menschen sind leider verstorben. Und wir wollten eigentlich bloß aus dieser Show einen Trick. Mhm. Und dieser Mann, der uns das verkaufen wollte, hat gesagt, nein, ich verkaufe gar nichts. Wir haben 3 Jahre darauf gewartet. Und hat er gesagt, ich verkaufe es, aber komplett. Da haben wir beide überlegt, machen wir es und machen wir die komplette Show wieder zu einem. Und da haben wir gesagt, ja, wir machen es. Und wir sind jetzt sehr erfolgreich mit dieser Comedy-Show. So, jetzt noch mal eine Antwort auf meine Frage. Ja. Wie viel müsste ich investieren? Ich habe... Es ist immer... So darauf, wie populär sie sind. Ja, ja. Gibt es irgendwas, was schon mal gründlich schiefgegangen ist? Ich sage immer, es kann alles schiefgehen. Es kann ein Trick komplett in die Hose gehen. Da musst du es überspielen. Mhm. Da musst du einfach weitermachen. Ja, Tiere zum Beispiel. Ist ja glaube ich nicht so einfach, oder? Wenn mal ein Tier auf der Bühne kackt. Ja, mein Publikum. Was muss, das muss. Das muss, es ist ein Tier. Wir können das kontrollieren. Wir können sagen, ich muss auf Toilette. Ja.